meine Damen, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator. Normal und nicht Multiplayer, Leute, ich freue mich so sehr, dass ich mir ein... Ich habe ein Fahrzeug hier. Ich habe ein Volvo. Der Volvo hat nichts unter der Haube. Aber ich nehme mir vor, diesen Schwerlaster zu ziehen. Mit 36 Tonnen, glaube ich, waren es. Ja, 36 Tonnen. Und wir sind hier wunderschön in einer Gegend, die ich damals noch nie gemacht habe. Clermont-Ferrand, St. Albert-Tourellen oder oh, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Wir waren damals zwar mal hier überhaupt nicht. Ich frage mich, wo gerade eigentlich die Map ist. Ich glaube, hier kriegen wir die her. Genau, ich habe es ewig lange nicht mal gespielt. Ich habe vorhin gerade, habe ich noch... nein, den wollen wir bitte löschen. Euro Truck Simulator... stumm gemacht. Wir haben ja hier die ganze Ecke sind wir noch überhaupt noch nicht gefahren. Und ich habe mir gedacht, jo, okay, jetzt ist langsam wieder, jetzt ist Weihnachten, jetzt könnte man mal wieder alles bringen. Und ich muss jetzt aber gerade nachgucken. Wir haben den 27.12. heute. Und wir fahren heute, wie gesagt, hier diese kleine Strecke nach St. Albert-Tourellen. Und ja, jetzt erstmal gucken. Diese Gegend allein schon ist hammermäßig geil. Und wollen wir erstmal den Motor starten, Armbremse lösen und hoffen jetzt erstmal, dass ich wegkomme mit diesem LKW. Oh, aber, oh, riecht ihr das? Das riecht verbrannt. Oh, ich glaube, das ist gar nicht gut. Aber man muss wirklich sagen, diese Gegend hier ist schon mal pornös. Aber bevor wir weiterfahren, ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, aber die dran hat. Das wollte ich jetzt nicht. Ja. Halt falsch. So. Ja, ein Projekt, was wir mal nicht geschnitten wird. Falls man mein Mikrofon sehr wackeln hört, tut es mir leid. Ich habe schon mein Mikrofon weiter nach oben gestellt. Ich habe, ich sehe kaum noch was. Ich muss ein bisschen komischer sprechen. Das ist alles ein bisschen unbequem für mich. Aber Leute, es ist mir gerade sowas von egal. Und ich finde das einfach nur pornös hier. Ich finde das übelste krass hier. So. Wie gesagt, mein Fahrzeug ist 0,0 für Schwerlast aus. Also fast 0,0. Ausgelastet. Oder aufgebaut für eine Schwerlast. Aber ich habe gedacht so, okay, 7000 für eine Strecke von 234 Kilometer. Kann man es mal machen. So. Wir sind immer noch weihnachtlich hier eingestimmt. Daher bis mal Weihnachten habe ich das letzte Mal... das sieht ein bisschen eklig hinaus. Weihnachten das letzte Mal gespielt gehabt. Ungefähr vor einem Jahr. Bilde ich mir ein. Und es kamen so viele Updates. Ich habe einen Wohnwagen unterwegs gesehen. Die... Ey, es gibt bald neuen Scania. Es gibt jetzt Polizei, die auf die Länder abgestimmt sind. Und ich muss sagen... Ich bin vorhin mal zu schnell gefahren, das habt ihr glaube ich schon gesehen, wenn ihr die Stimmen gesehen habt. Und es ist einfach nur krass, dass... Nee, die Folge habe ich leider nicht aufgenommen, aber trotzdem finde ich das krass. Wenn man zu schnell fährt, die Polizei, die Warnlichter gehen, also die Sirene. Und man hört auch das, das hört man auch, wenn keine Polizei in der Nähe ist, aber... Leute, ich finde es einfach nur pornös, dass ich gerade einen Ständer bekomme und gleich abspritzen will. Aber dafür, leider bin ich noch ein bisschen auf der Autobahn unterwegs, hoffentlich Autobahn, ich möchte nicht die ganze Zeit Land. Auch wenn Landstraße bestimmt geil wäre hier in dieser Gegend. Aber, wie gesagt, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, Weihnachten ist vorbei, was habt ihr denn überhaupt zu Weihnachten bekommen? Das ist die erste Folge, die ich jetzt aufnehme, die nach Weihnachten ist. Und deswegen, was habt ihr eigentlich vor, was habt ihr eigentlich bekommen zu Weihnachten? Habt ihr vielleicht ein neues Haus zu bekommen, ein neues Haus oder eine neue Familie, die euch mehr Geschenke... Oh, Flughafen. Aber da wollen wir nicht hin. Die euch mehr Geschenke gibt oder so. Ich kann gleich sagen, was ich bekommen habe. Ich werde wahrscheinlich... nichts großartig bekommen. Ich werde einen Schlüssel bekommen vielleicht, die ich suche, so eine größere. Und sonst bekomme ich nichts weiter, weil meine Eltern haben gesagt, okay, wir bezahlen noch deine Wohnung noch weiter. Und da bekommst du eben nicht zu Weihnachten. Finde ich auch nicht schlecht, finde ich in Ordnung. So habe ich noch Zeit gehabt zum Sparen, falls mein Auto nicht mehr möchte. Und
Ja, ich werde mal das Lenkrad ein bisschen festhalten. Schön mit zwei Händen. Wie Paluten. Ich bin zwar nicht so eingekesselt wie Paluten. Aber gut. So. Ich weiß nicht, was hier alles irgendwie wackelt. Mein ganzer Tisch hört sich an, als ob er gleich auseinanderfliegt, aber ich hoffe es mal nicht. Und mir fällt gerade ein, ich habe mein Räucherkerzchen nicht aus. Ich habe vorhin eins angemacht, habe mir einen gekauft. Und bei Adventskranz kann ich endlich anmachen. Wir haben heute den einen Tag nach dem ersten Advent, also Montag natürlich. Der 4. müsste heute sein. Und ja, ich habe noch den Adventskranz überhaupt noch nie angemacht. Ich habe den erst heute rausgeholt. Es wird langsam dunkel. Licht hier? Und das ist Licht. Ah, das ist fertig. Okay. Da habe ich nämlich gefragt gehabt. Okay, das ist das Standlicht. Das ist ein Abblenden. Okay. Warum die Strafe bekam? So, ja, sie haben kein Licht an. Ja klar, weil es das Fernlicht nochmal mit einer extra Taste angemacht wird. Aber ich war natürlich dämlich so. Leute, wenn ihr mein Endpunkt in Euro Truck Simulator sehen wollt, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben da. Ich werde versuchen, kurze, knackige Runden zu machen. Also Strecken, so dass man alles ungefähr in einem Video hinbekommt. Wenn nicht, dann natürlich zwei Videos. Wenn ich sage, okay, ich brauche 6 Stunden, dann mache ich 2x3 Stunden. Das sind ungefähr 15 Minuten. Wenn ich ordentlich durchkomme, ordentlich fahre. Und wenn nicht, naja. Wenn ihr nicht sehen wollt, dann ist auch okay. Lasst bloß kein Dislike da, das sieht dann so aus, als ob das Video scheiße war, obwohl vielleicht das Video gut war, aber ihr das Projekt noch nie mal sehen wollt, dann schreibt mir das natürlich unten rein. So, natürlich für YouTubers Live lasse ich glaube ich auch erstmal liegen, weil das ist, Game Dev Tycoon ist auch nicht mehr so. Muss mal schauen, was ich da jetzt alles mache. Ich weiß, ich hätte auch geradeaus durchfahren können, da hätte ich auch keine Mod bezahlen müssen. Also doch schon, aber werde ich nur fahren brauchen. So, damals zum Beispiel eine Polizei. Ich kann zwar, die werde ich nicht einholen. Sonst hätte ich das jetzt mal zeigen können, wie die Sirenen angehen. Die Lichterchen oben. Das finde ich irgendwie gewaltig, was die hier an Arbeit reinsetzen. Gewaltig, 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 so wie ich es mal gerne sage. Und wir fahren hier schön auf Automatik. Ich habe noch keinen Kunden hier in meiner Firma drin. Werde ich aber irgendwann mal in nächster Zeit machen. Wenn ihr das natürlich weitersehen wollt, da habe ich nämlich irgendwann mal genug Geld. So, dass ich das ausbauen kann. Ja. Natürlich muss ich das wissen, weil mein Lenkrad habe ich ja jetzt vor mir. Und das nervt extrem, wenn das nur vor mir steht und ich das nicht benutze. Deswegen brauche ich das dann immer wieder ab oder hin und her. Vielleicht kriege ich noch meinen Kumpel dazu, um eine Konstruktion anzubauen, dass ich das immer wieder wegschieben kann und sagen kann, okay, heute nehme ich auf, ziehe mir hin. Und, so wie Dena hatte das mal gehabt. Der hat aber natürlich hochprofessionelles Ding, Zeug gehabt, hat einen Stahlkonstrukt gesehen und, gehabt. Und ich würde das nur aus Holz bauen, weil ich brauche nichts Hochwertiges. Ich brauche einfach nur so eine Art wie ein Tisch, wo ich das irgendwie hin und her schieben kann. Und ich glaube mal, dafür ist so eine Art kleiner beweglicher Tisch, den man natürlich auch kaufen kann. Oder sowas ähnliches wie Krankenhausbetten, Bettentisch und sowas. Einfach so ein Brett und dann ist gut. Ja, natürlich noch ein paar Stangen, sodass man das dann... Und ja. Aber da können wir nochmal später überlegen, falls ihr natürlich mehr davon sehen wollt. Und ab und zu aber auch andere Projekte. Weil es ja neigt sich zum Ende zu. Ich möchte natürlich wissen, was hat euch an Projekten dieses Jahr gefallen? Oder was möchtet ihr für andere Projekte gerne sehen? Wo ihr sagt, jo, wir möchten dann wieder mehr Minecraft sehen. Und dann sage ich, mehr Minecraft ist mir auch relativ lieb. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Oder mehr Battlefield. Battlefield kam mir jetzt relativ gut an. Oh, Polizei. Schade, ich glaube, ich krieg die nie eingeholt. Ich schaffe gerade mal so 90. Ach du Scheiße. Also Battlefield kam relativ gut an. Kann man ja sehr gerne nochmal was machen. Ist mir auch lieb. Mein Handy liegt zwar gerade vor mir, aber während einer Fahrt Handy spielen. Ich hoffe mal, die Polizei sieht das jetzt nicht.
Ja, die Vibration ist ein bisschen stark eingestellt. Aber es ist ja so ein bisschen jetzt gerade so, ich mach mal kurz eine Folge. Eine Folge wird ja jetzt bloß aufgenommen dieses Jahr noch. Und ja, so, da gucken wir mal kurz. 8. hatte Kekse backen gehabt. 5. hat jetzt GTA. 9. hat Battlefield. Und ich muss mich gerade hier konzentrieren. Also Handy wieder weg. Ich weiß nicht, warum ich gerade so einen Schlinger gemacht habe. Aber ja, also in letzter Zeit kommen wir irgendwie die Aufrufe mit Zahlen und sowas. Ich weiß, es ist irgendwie jedes Jahr und dann so wieder Einbrüche. Wer weiß, woran es eigentlich liegt. Vielleicht haben die meisten jetzt Langeweile, haben frei oder sonst was. Aber das ist ja schon wieder Mord. Ich sehe die KMH-Zahl nicht, also falls ich mal wirklich zu schnell fahre, dann tut mir echt leid. Ich würde ungern anhalten, weil es dauert jetzt, ehe ich wieder auf Touren bin. 36 Tonnen ist doch nicht so ganz simpel. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt eigentlich hinfahren. Also die Uploader-Ort kenne ich auch noch nicht. Das viel Platz ist oder wenig, den kenne ich nicht. Deswegen, also wir haben nur noch eine Stunde Zeit, 108 Kilometer. Das ist einmal so die Strecke Görlitz-Dresden. Also kein Problem für mich. Und ja. Oh, ist das nervig. So. Wie gesagt, ich sehe extrem wenig. Ihr müsst euch vorstellen, ich sehe gerade ein Netz vor mir. Ich sehe meinen Pop-Up-Schutz vor mir. Ich frage mich, wie die Tonqualität jetzt ist. Weil Vibration und am Tisch ist das alles und das Lenkrad und... Ja, mal gucken. Wenn nicht, dann habt ihr Pech und ihr hört mich schlecht. Und dann wisst ihr, okay, es kommt kein Euro-Truck-Simulator mehr. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz so schlimm. Es kann natürlich Euro-Truck-Simulator stumm noch kommen. Und ich kann auch ein anderes Mikrofon mir holen oder Mikrofonständer. Und dann können wir dann auch mal wieder spielen, aber dann mache ich natürlich hier ein paar Folgen im Voraus. Livestream kann ich ja leider nicht machen, da sagt irgendwie mein Aufnahmeprogramm, nee, da stimmt irgendwas nicht. Also Grafikbug-mäßig. Deswegen. Aber warum spiele ich jetzt eigentlich noch Euro Truck Simulator? Euro Truck Simulator hat so viele Updates bekommen, was ich schon vorhin erzählt habe. Und es kommen noch raufen geile DLCs. Also nach Italien kann man bald fahren. Und Schwerlaster. Es gibt Schwerlast-Sachen noch mehr. Und, ey, da geht mir eh ab. Ich habe ja damals, habe ich mir Mods rausgesucht, die einfach nur was mit Schwerlaster haben. Ob es Züge waren oder schwere Lasten allgemein. Die waren aber so scheiße gemoddet, dass die einfach kein Gewicht hatten. Also wie man hier den Unterschied merkt, wenn ich jetzt die 10 Tonnen und das Ding in Vergleich setze. Und ich liebe jedenfalls Schwerlaster. Und dann noch nach Italien runter mit den Sabitinen. Und es gibt jetzt mit dem Update, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon drin ist oder ob das danach kommt. Ich habe das bloß durch Rolli gesehen, danke schön Rolli. Und viel Spaß, wenn du hier zuschaust. Kannst du mir ja drunter schreiben, falls du mir hier zugelesen hast, zugehört hast. Jedenfalls, es sollen oder kommen auch doppelt die XL oder XXL, ich weiß jetzt nicht wie die heißen, jedenfalls mit Doppelgespann, und das wird richtig geil. Wenn man mit Doppelgespann, ich habe das nur durch Rolli gesehen, der hat mir das mal in einem kurzen Livestream gezeigt. Es ist einfach nur geil. Oh, das ist da für jeden Schlaf. Wir haben es ja schon ziemlich spät bei mir gerade, also wir müssten das gerade schon nach 17 Uhr haben. Oder wir haben 17 Uhr, genau. Ich nehme heute schon seit um 12 Uhr, nehme ich eigentlich fast schon auf. Und Rollercoaster, alles mögliche. Ich mache jetzt meine Liste langsam kleiner. Es gibt natürlich Sachen, die kann ich jetzt noch nicht machen. GTA, Battlefield, Minecraft. Minecraft kommt eine Folge noch. Die muss ich, also kam nur eine Folge. Die kommt nicht, die kam. Und Battlefield und GTA ist allgemein, braucht Zeit.
Nee, ist das geil aus hier. Oh ja. Okay, tut mir leid. Ich lade gerade noch hoch. Also ich lade gerade die Videos hoch bis zum 15.? Nee, 12. glaube ich. 12. Dezember oder so. Bin seit gestern ran. Gestern Abend ungefähr. Und will morgen eben hoffentlich das fertig haben, sodass ich die drei Runden Battlefield jetzt erstmal aufnehmen kann. Die 2 GTA. Und ich muss mir dann noch überlegen, das auch nur mit dem Speichern. Das ist auch geil. Dann muss ich mir noch überlegen, ich habe nur bis zum 28. oder 29. Das heißt, ich brauche noch zwei Parts, die ich ungefähr aufnehme, damit ich das Jahr fertig bin. Und das möchte ich unbedingt sehr gerne machen. Wenn nicht sogar noch ein kleines bisschen in Januar rein, weil ich weiß nicht, wann ich im Januar gleich Zeit habe, weil ich gleich arbeiten gehe und wahrscheinlich auch bei meinen Eltern bin zu neu. Ich weiß es nicht, ob ich bin oder nicht. Es wären nur 3 Tage, die ich dorthin fahren würde und richtig lohnt tut sich das ja nicht. Und ich habe das Schild nicht mitgenommen, zum Glück. So. Wenn ich da bin, mache ich euch natürlich wieder ein Video wie letztes Jahr. Wenn ich nicht dort bin, lasse ich mir irgendwas einfallen. Vielleicht sieht man ja von meinem Zimmer aus relativ viel, weil Silvester mag ich nicht so richtig. Das ist das Problem. Silvester ist für mich Knall, Knall, Knall und gut ist. Und ja, ich mag das nie so, das Knallen. Das ist mein Problem. Aber Leute, das ist doch relativ schnurzpiep egal. Silvester finde ich einfach nur Geld verschwenden. Wenn man so sich ein kleines Zeug holt, okay, dann geht das. Das finde ich dann. Finde ich schon in Ordnung. Jetzt wollen wir mal gucken. Ne, nur der LKW 1%. Oh, da liegt das Schild. Oh, ist das ein großer Sprung, den wir drüber machen. Scheiße! Okay, das auch rein? Ich weiß nicht, was dieses Knacken ist. Weiß ich nicht, wo es herkommt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. St. Alban de Rune. Irgendwie so. Weit ausholen. Und Tat einlenken. Alter, wie viele Autos hier dastehen. Wisst ihr, wie geil ich das gerade finde? Sexy. An 4 ins Werks. Ich liebe das, wenn es ins Werksgelände reingeht. Hallo Leute. Ja gut, die Schranke ist ein bisschen zu schnell rum, aber hier nochmal ein extra Tor. Wenn das zugehen würde. Wie kriegt man die Lieferung jetzt weg? Alter, das ist nice. Oh, hier ist Bahn. Das wäre auch noch geil, wenn hier Bahnverkehr drin ist und man muss richtig auf den Bahnverkehr achten. Scheiße ist, wenn das wirklich ist und ich nie aufpasse. Das sieht ja aus wie hier so eine deutsche Bahn, Lagerhalle oder sonst was. Hier lang? Nee, geradeaus. Nee. Das finde ich auch geil. Ich weiß immer da nicht, wo ich... Doch, der... Das liebe ich auch so. Wenn man einfach nicht weiß, wo man hin muss. Halt, ich fahre falsche Straßenseite. Ist das jetzt richtig hier? Ja. Oh, geiler Waggon, Leute. Oh, ist das geil. Wir gehen natürlich auf Nummer sicher. Ich habe einen schweren Transporter dran und kann damit kaum fahren.
mit, der kommt rum. Ah, hart einlenken. Ich muss hart einlenken. Na komm, 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 Baby, Baby, Baby. Nice! Natürlich Handbremse, Motor aus, T zum Abkuppeln. Und dann sagen wir Adieu zu unserem Hänger. Ich dachte, das sollte schwer sein. Ich wette, irgendwas. Zeit für großes Ziehen. Nice. So, Leute. Ich würde mal sagen, das war's mit dem Part. Wenn ihr, wie gesagt, mehr sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Wir können mal gucken hier. Wir haben Volvo, da gibt es... Ah, Rad. Ja, das müsste sich eigentlich auch noch zeigen, was eigentlich alles Neues gibt. Aber das machen wir irgendwann mal später. Radmuttern kann man zum Beispiel jetzt auch auswählen. Hintergrund ist anders, Leute. Das machen wir irgendwann mal anders, oder? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt er immer sofort. Ciao, ciao.